Pressekonferenzen laufen normalerweise so ab. An einem offiziell gedeckten Tisch sitzen offizielle Vertreter vor neugierigen Menschen, um über wichtige Entwicklungen zu informieren. Gute Pressekonferenzen sind kurz, schlechte meist nicht. Diese Pressekonferenz zur deutschen Akrobatikmeisterschaft wurde sogar als Medienkonferenz angekündigt. Nach Schwerin dachte ich mir, soll ich das wirklich antun? Aber dann dachte ich mir, nee. Wenn Sie sich schon so viel Mühe machen mit einer Medienkonferenz, dann muss doch organisatorisch wirklich mehr dahinter sein. Was der kleine VfL groß angekündigt hatte, stellte sich schon gestern als wirklich große Tat heraus. Den wichtigsten sportlichen Vertreter, den Bundestrainer, hatten die Organisatoren schon einen Tag eher eingeladen. Er sollte das Training beobachten. Igor Blinzow schaute aber nicht nur zu, er machte mit, korrigierte und schien zufrieden. Man kann diese Verein nur loben, weil ich weiß, wenn liegt um Sauberkeit von Elementen, wenn liegt um Kraft, Stabilität, das ist genau der richtige Verein. Und ich habe immer Kandidaten für Nationalmannschaft hier. Sein fachmännischer Blick inspirierte die Akrobatinnen des VfL. Als seltener Gast betrachtet der Bundestrainer manche Übung anders. So sind auch seine Korrekturen andere als die gewohnten. Damit neu und besonders hilfreich. Er kann halt mehr Tipps geben als alle anderen. Und es ist halt einfach schön, mal, sag ich mal, durch seine Tipps besser zu werden. Bundestrainer und Verbandsvertreter werden normalerweise in Restaurants beköstigt. Der VfL ließ sie heute in der Mensa des Sportgymnasiums frühstücken. Dort werden zur Meisterschaft die Athleten verpflegt. Danach wurden die Wettkampfstätten besichtigt. In der alten Volleyballhalle können sich die Starter einturnen. In der neuen Arena werden sie ihre Übungen vorführen. Der Sitzplan für die Kampfrichter ist auch schon fertig. Zum Finale der Medienkonferenz dann doch noch die gewohnten Reden. Aber kurze und mit großer Vorfreude. Ich bereue keine Minute, die ich im Zug gesessen bin, sondern ich freue mich jetzt schon richtig auf den Wettkampf Mitte Oktober. Es ist einfach faszinierend, was hier gearbeitet wird. Also hier kann es nur noch ein riesiger Erfolg werden. Der VfL Schwerin freut sich auch auf die vielen Gäste und auf eigene Gewinner, hoffentlich. Zwei der vorigen Meisterschaft wurden heute noch einmal geehrt.